So, ja, das ist hier der Sharp-Rechner, den ich eigentlich sehr gern mag, weil der hat eine sehr gute Tastatur mit einem sehr guten Druckpunkt. Alles ist sehr gut lesbar, kontraststark. Ja, gut, hier oben vielleicht nicht so sehr, wo das, aber es geht noch. Das Hellgelb auf dem Beige. Schönes großes Display. Den kriegt man sehr, sehr günstig momentan, weil es gerade wieder einen Nachfolger gibt, der aber ganz anders aussieht, aber innerlich identisch ist. Dieser heißt jetzt EL9900G und Sharp hat natürlich auch wieder ein eigenes Basic. Ist aber ähnlich wie das TI Basic. So, ich habe jetzt auch wieder dieses Lotto-Programm hier reingeschrieben. Ich gehe wieder auf Program, das ist auch identisch. PRGM. Dann habe ich hier die Möglichkeit Execute. Kann ich hier mit dem Pfeil nach rechts gehen und dann runter. Kann mir ein Programm aussuchen. Einige sind sogar schon drin. Hier ist mein Programm Lotto. Das möchte ich aber jetzt erstmal noch nicht ausführen. Also gehe ich wieder mit dem Pfeil nach links. Gehe eins runter. Edit. Pfeil nach rechts. Bis zum Lotto. So, da ist Lotto. Dann sage ich jetzt Enter. Und das ist alles. 4 Zeilen. Und ist einfacher als TI Basic, weil hier brauche ich bei der Vorschleife keine Klammern zum Beispiel. Aber die Syntax ist gleich. Also erstmal die Variable, dann den Startwert 1, dann den Endwert 6, also die Zahlen, 6 Zahlen. Dann die Schrittweite 1. Als letzte Zahl. Das Komma ist in diesem Fall hier. Dann als nächstes Integer, Klammer auf, random mal 49, das ist auch geblieben, Klammer zu, plus 1. Dann wieder mit Store. Die Store-Taste ist hier, die hat keinen Pfeil, steht einfach nur STO. Dann x, also das heißt eine Zufallszahl zwischen 1 und 49 der Variablen x zuordnen. Print x, die Variable x ausgeben und mit next die Vorschleife schließen. Und falls a noch kleiner als 6 ist oder gleich 6 ist, also dann das Ganze nochmal durchlaufen. Und hier ist auch wieder das Gleiche. Man kann also für die Befehle nicht die Alpha-Tastatur nehmen, sondern man geht einfach mit Second und Katalog, wie auch bei Texas Instruments, in den Katalog und sucht sich den entsprechenden Befehl. Und das beschleunigt natürlich auch das Programmieren, weil man nicht so viel tippen muss. Ja, dann gehe ich hier raus mit Second und Quit. Quit ist hier auf der roten Taste. Second Quit. Dann gehe ich mit Program wieder rein. In diesem Fall hat er sich sogar gemerkt, wo ich zuletzt war. Nämlich in Edit. Gehe auf Exec. Lotto. Enter und da ist es schon. Da habe ich meine 6 Zeilen zwischen 2, 4, 6. 6 Zahlen zwischen 1 und 49. Immer wenn ich auf Enter drücke, kommt eine neue Zahlenreihe. Die Zahlen können sich allerdings auch wiederholen. Wie man hier sieht, die 20 gibt es doppelt. Um das zu verhindern, müsste man das Programm noch ein bisschen ausfeilen. Und dafür sorgen, dass er in dem Fall halt nochmal einen Durchlauf macht. Ich habe gerade überlegt, wie ich das realisieren würde. Ja, das geht. Also ist eigentlich der Sharp geht am einfachsten zu programmieren, finde ich. Also ich habe das auch ruckzuck hingekriegt. Wahrscheinlich, weil ich auch jetzt schon ein bisschen in Übung bin.